So, komm, Russian, ich nehme heute nicht mal. Also für euch wird es eine vollständige Folge jetzt, aber für mich, ich nehme jetzt erstmal keine vollständige auf, sondern hier nur kurz leveln. Wir gehen kurz. Ich will Gerhard entwickeln, aber bin zum Aufnehmen verabredet, deswegen entwickle ich eben kurz Gerhard. Ich gehe hier nach Fairbally in die vielleicht coolste Stadt im Game, meiner Meinung nach. Man sieht, denke ich, warum. Wirklich im Wald richtig cool Design mit der Feenarena. Bitte sag mir keinen Dialog, danke. Ich will einfach nur meine Pokémon heilen und Gerhard entwickeln, um fürs Turnier morgen ready zu sein. Assassin Mehmet ist jetzt hier am Start. Zwei Level, eher gesagt eineinhalb brauchen wir. Das ist ja wohl mehr als drin. Einfach hier ins Gras. Gibt es irgendwo einen Ort mit mehr Gras? Die große Frage eines jeden Drogenabhängigen. Aha, hier gibt es das T-Pokémon-Viech. 36. Und ich kann es two-shotten, sehr gut. Damit hätte es Statusveränderungen gehabt. Nerv mich, ich will nur leveln. Ja, okay, man sieht ja, wie weit Level 38 ist. Ein Dreiviertel Level braucht man ungefähr. Und die hole ich jetzt hier, bevor ich dann in die Arena gehe. Das ist für euch dann auch noch heute. Vielleicht gehe ich kurz Evolite snacken, weiß ich gerade nicht. Wieder ein Pelzebub. Hat letztes Mal schon was gebracht an Erfahrung. Feenbrise ist sehr effektiv. Uff, aber das auch. Das macht nicht wirklich. Sehr effektiv kann ich es nicht angreifen. Ich hoffe einfach, es geht auf Tiefschlag. Ich hoffe einfach, es geht auf Tiefschlag. Oh nein! Ach so, okay, immerhin Unlicht. Ich dachte, ich denke immer, Gewissheit ist eine Kampfattacke. Und das Ding nervt mich gerade. Komm, bitte sag, das reicht. Warum war es klar? Er wird wieder Tiefschlag machen und ich werde ihn dabei outplay. Das ist schon irgendwie ein Gag, oder? Ich werde mich sowas von jetzt in der Runde selbst treffen. Wetten? Wetten? Nein! Ehre! Ich war mir so sicher, dass ich mich selbst treffe. So, ein halbes Level haben wir schon erreicht heute. Edgar und Wladimir kriegen auch Level nebenbei. Habe ich noch einen normalen Trank vielleicht? Ich muss mir mal wieder was kaufen, sobald wir. Ja, halt dann in der Stadt gehe ich mir was kaufen. Ich habe ja auch Geld, wie man sieht. Vielleicht gibt es inzwischen Hypertränke. Ich würde es zwar eher bezweifeln, aber okay, nächstes Fatality spricht man es wahrscheinlich am ehesten. Fatalité wäre so richtig deutsch.
und du nervst. Lass mich raten, es wird jetzt irgendwas anderes machen. Schutzschild funkt halt nicht nochmal. Deswegen macht es jetzt irgendwas anderes und gleich in der Runde nach der hier haut es noch ein Schutzschild raus. Kann sein, dass das nur Schutzschild und Aromakur kann. Ach, es haut kein Schutzschild raus. Es spart mir meine Zeit. Ein bisschen mehr Erfahrung, komm. Ah, das gibt's ja auch, Lamelux. Pflanzenfee-Typ. Keine Ahnung, wie gut ich dagegen mit Gerhard ankomme. Oh Gott, das macht echt nicht gerade viel. Oh nein, das heilt sich. Aber ich könnte noch mal auf Edgar gehen, aber nee, Torsten. Dagegen kannst du dich nicht so gut heilen. Jedenfalls kann ich mir einen One-Hit schon vorstellen. Kraftabsorber. Senkt meinen Angriff. Dann gehe ich mal auf Inferno. Habe ich noch nie benutzt, also. Überraschung. Es senkt meinen Angriff, also ist es sinnvoller, wenn ich auf speziell gehe als auf physisch. Muss ich halt nur treffen. Und weg damit. Sehr schön. Niedergebrannt. Und komm, gute Erfahrung. Ja, ging es schlechter. Und es reicht für das 39. Level. Ein einziges. Ein einziges Level brauchen wir. Okay, wieder Fatality. Das ist leicht zu bekämpfen. Weil es offensichtlich nun mal nicht angreift. Commentators Curse wieder am Start, meine Freunde. Aber okay, du darfst ruhig nochmal Tiefschlag machen, der tötet mich nicht. Aber jetzt mal im Ernst, warum haben die anderen das nie gemacht? Kann das jetzt gerade nur das hier aus irgendeinem Grund? So, bisschen hier. Komm. Wir müssen hier was reißen. Ich habe bloß gar keinen Bock da auf noch einen Pelzebub. Ach, das gibt's ja auch. Primano. Es wird wahrscheinlich auf eine Fairy Attack gehen. Oh, es ist aber noch ein Only Psychotype. Es ist noch ein Only Psychotype. Es wird aber 10 Attacken haben. Ja, deswegen bin ich nicht auf Klaus gegangen. Weil das relativ offensichtlich war, dass es das machen würde. Der Käferbiss wird aber ballern. Und zwar richtig. Komm, gib gut Erfahrung. Gönn. So 1300 oder so. Ja, 1209. Natürlich habe ich auf Gerhard jetzt geguckt, da gerade, ne? Wir holen uns dieses Level jetzt. Ach, Serwol gibt's ja auch. Ich glaube, das. Ist das ein Fairy-Type? Ein Psycho-Type? Psycho offensichtlich. Ich mach mal einen Stampfer. Rechte Hand bringt dir nix. Na. Ja. Könnte besser sein, ich greife aber nochmal an. Ich glaube nämlich, das Ding kann selber nicht angreifen. Das heißt, ich kann es hier langsam runterchippen und das langsam heißt 3 Attacken und mich nebenbei ein bisschen heilen. Ah, jetzt nutzt Spotlight. Das kann anscheinend nur Doppelkampftaktiken, jedenfalls. Ich weiß gar nicht auswendig, was Spotlight bringt. Ich würde einfach denken, dass im Doppelkampf. Immer man selber an, wie sie will. Oh, ganz viel Erfahrung! Nur noch ein oder zwei Kämpfe! Klaus kriegt 36. Danach werden wir natürlich
Gerhard erstmal hier im Story-Gameplay ein bisschen zurücklassen. Also bisschen weniger nutzen, einfach weil er jetzt natürlich stark über den anderen ist mit dem Level. Komm. Das benutzt wieder Tiefschlag. Ich würde noch einen tanken. Einen Tiefschlag tank ich noch, ja, jetzt auf jeden Fall. Und es nutzt nicht mal einen. Reicht das? Reicht das oder brauche ich noch einen Kampf? Reicht das oder brauche ich noch einen Kampf? Auch wenn ich noch einen brauche, gehe ich auf jeden Fall schon in Richtung der Stadt. Oh! Komm. Der nächste Kampf ist die Entwicklung. Und hier ist er. Ein Paragoni. Pflanzengeist-Typ. Und Pflanzegeist ist auch wieder ein Fall hier, bei dem ich schon mal Äther nutzen kann. Bürde macht ein bisschen Damage. Ich hoffe, es macht jetzt mit dem nächsten Angriff nicht so viel, das Paragoni, wenn es noch einen bekommt. Ich rechne nicht mit dem Kill, muss ich sagen. Und man merkt, ich unterschätze Glaciola immer noch. Und 40 für Gerhard. Level 40. Entwicklung. Unser Team ist voll entwickelt. Ich muss zwar sagen, ich mag das Design von Galaponita lieber, aber Galagaloppa ist faktisch gesehen stärker und sieht trotzdem noch cool aus. Jetzt haben wir halt wirklich ein richtiges, krasses Einhorn. Psychofee-Typ. Erlernst auch gleich Psychoklinge? Danke! Wie wir hier drüben an den Werten sehen. Es ist okay, bei mir sogar nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Wesen dafür hat. Der Angriff ist höher als der Spezialangriff. Was heißt, diese Attacke ist eindeutig besser als das hier. Und zack, Psychoklinge ist im Moveset. So, und für euch geht's gleich weiter. Ich nehme morgen weiter auf. Dann mach mal die Arena. Okay, mal gucken, ob es morgen. Nee, nee, was laber ich? Morgen nehme ich nicht weiter auf. Morgen ist das Turnier, ich Idiot. Also, ich nehme bald weiter auf. Tschö. Also, ist gleich. Es ist immer verwirrend, wenn man unterschiedliche Teile an unterschiedlichen Tagen aufnimmt von der Folge. So, jetzt sind wir wieder mal da in Pokémon Schild. Moin, ja, das gibt's auch noch. Der erste Teil der Aufnahme ist jetzt, ich glaube, 2,5 Wochen oder so her und seitdem habe ich das Spiel nicht mehr angefasst. Sogar mit dem neuen Gerät nehme ich das jetzt auf. Vielleicht haben manche von euch schon mitbekommen, was unter anderem passiert ist jetzt zwischen den zwei Teilen der Aufnahme. Unter anderem, dass das Turnier, für das ich ja in der ersten Hälfte extra trainiert habe, gar nicht stattgefunden hat. Natürlich super Sache, fand ich gut, aber meinetwegen dann halt nicht, ne? Wenn die anderen es nicht für nötig halten, aufzutauchen von den Teilnehmern. Kann man nichts machen, kann vor allem der Veranstalter nichts für. Meinen dicken Respekt hierbei nochmal an den, der sich eingeschrieben hat, bei dem sich später herausgestellt hat, dass er das Spiel nicht einmal besitzt. Da will ich nochmal ganz dicken Daumen nach oben da lassen. Ja, wir gucken uns heute hier in der Stadt weiter um. An sich bringt uns das jetzt zwar nichts mehr. Was ich hier jetzt hole, und zwar hier in diesem Haus ist es, oder? Nein. Nein, das ist das Haus, da kümmern wir uns gleich drum.
Dann ist es dieses Haus. Ihr wisst ja schon, dass ich einen Evoliten noch hier holen wollte. Ja, Entwicklung ist halt, kann auch Kacke sein. Ja. Ich weiß auch schon, was sie einsetzt, merkt man vielleicht. Deswegen habe ich jetzt Thorsten nach vorne gestellt. Ja, ich muss gerade überlegen, wie mein Pokémon heißt. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Zünden wir es an. Wow, der Evolit hat sogar was gebracht. Du stirbst erst in der zweiten Runde und nutzt die eine, die du hast, nicht. Da kann man wirklich nur applaudieren. Den Crit hätte ich gerade eben gebraucht. Hier noch mal ein bisschen. So. Und jetzt hier, Thorsten kriegt ein Level ab. Jetzt geht es erstmal darum, so ziemlich alle zu leveln, die nicht Gerhard heißen. Ich überlege sogar, ob ich vielleicht Gerhard noch mal ein bisschen rausnehme, damit er eben wieder ein bisschen in die Nähe der anderen Pokémon kommt. Und du schwebst da oben ganz schön bescheuert, weißt du das? Ja, jetzt wo wir damit fertig sind, kommen wir mal zu dem Haus, den Typen. Da ignorieren wir die Belohnung, die man von dem bekommt, wenn man so ziemlich alles im Feuerdesign anhat. Ist es nicht wert? Und zwar haben wir ja schon in Claw City haben wir einen Brief bekommen, der hoffentlich nicht den Brief, sondern den Brief. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um ihn einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Den Brief haben wir in Claw City von einem kleinen Mädchen bekommen und sollen ihn an Frank in Fairbelly weitergeben. Ja, ich bin Frank. Warst du hier, um den Brief zu überbringen? Der vergilbte Brief. Mal schauen, von wem er ist. Du meine Güte, von Paulina? Oder wer in Erinnerung wach? Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das von mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, als du sie gesehen hast? Das ist jetzt die Frage. Nicht sehr gesprächig, was? Hier hast du eine Belohnung. Ich meine, Ovalschale, cool. Ich meine, sie ist auch sofort verschwunden, muss man mal bedenken, nachdem sie mir den Brief gegeben hat. Und sie war immer noch jung und wenn sie Kindheitsfreunde mit dem alten Rentner war, kann man sich vielleicht zusammenreimen, was vielleicht los sein könnte. Die typischen Pokémon-Horror-Stories. Und dann gibt's noch dieses Mädchen hier. Stör mich nicht, ich unterhalte mich gerade. Also entweder ist die ungefähr wie ich, Influencer, Selbstgespräche führen mit einer Wand, oder vielleicht ist da ja auch ein Geist, vielleicht der von Pauline. Und vielleicht, wo wir gerade schon bei Geist sind und Menschen, die eigentlich schon so ziemlich tot sind, können wir jetzt mal die alte Schachtel in ihrer Arena Meinst du besuchen. denn, ich muss das Item holen, dass du es bekommen kannst? Welches meinst Wenn du du? dahin zurückgehst, wo du den Brief erhalten hast. Ach stimmt, da gibt's ja was. Weil die Theorie natürlich nochmal verstärkt. Ja, so fliegt man in dem Spiel. Man merkt, ich habe das Spiel schon, also ich habe das Spiel wirklich sehr regelmäßig gespielt, das ist schon Claw City. Also ich glaube, man könnte sich nicht besser in dem Spiel auskennen als ich. Ich finde es auch super, es gibt genug Leute, die sich langsam wundern, wie ich immer noch nicht mal die Feenarena geschafft habe, während gefühlt die Hälfte der Spieler, falscher Knopf, schon ihren Pokédex vervollständigt hat oder so ein Scheißdreck. Hier. Die Nein, Schlange. das unsichtbare Item, das hinten in der Ecke. In der anderen Ecke. Hier.
Der Düsterumhang. Ein Stoffumhang mit geistiger Energie. Das Lieblingsstück von einem Haufen, der mich ohnehin nicht interessiert. Vielen Dank, dass du den Brief überbracht hast. Ja, und das war's auch damit. Damit wir bei der Atmosphäre erstmal bleiben, machen wir jetzt was ähnlich Gruseliges mit Japanern Pokémon tauschen. Am besten noch Geist-Pokémon. Glaube ich kaum. Carpador hat keinen Geist-Typ. Das Mauzi muss ich mal aus der Box raustun hier, der Driolu. Ich glaube nicht, dass die wirklich auf jedes Mal Carpador im Event einen Ball geworfen haben. Trotzdem, jeder vertauscht Carpador. Die haben doch alle ihre Carpador-Zuchten. Wozu, Mann? Der hat wahrscheinlich ja im Event bekommen. Ja und? Die Zuchten hatten sie auch vorher schon. Ich fahre jetzt hier neben beim Fahrrad auf der Treppe rum, weil ich es einfach kann. Seht ihr? Hier ist einer meiner Fans. Treue Abonnentin meines Kanals. Ich hoffe, das seid ihr auch. Wenn nicht, dann drückt ihr jetzt auf Abonnieren, um ein Teil der Valros-Gilde zu werden. Ups, hab ich mich wohl verklickt und dieses komische Dampfunterzeichen da erwischt. Guck mal, ein Asiate. Wenn er jetzt einen Carpador gibt, bin ich aber krass. Das ist kein Carpador. Das ist definitiv kein Carpador. Das ist ein Stahlklumpen. Leute, darf ich vorstellen, der erste nicht legendäre Drachenstahltyp. Das Legierungs-Pokémon Duraludon. Ja gut, war jetzt nicht ganz so, Carpador. Aber ein Zucht-Pokémon war's. Da will jemand hier Shiny handeln offensichtlich. Auf Rude 5 aus dem Ei geschlüpft. Ja, das hatte auch ein scheiß Wesen, aber... So, hier kommen ja die Dinger hin, die nicht vertauscht werden. Ein scheiß Wesen hat er keinen Ewigstein genutzt. Hä, wobei? Bei der Zucht. Warum sollte man einen Ewigstein bei... Damit kann man das Wesen festsetzen. Echt jetzt? Ja. Okay. Wenn man einem Pokémon einen Ewigstein genutzt und die Zucht gibt, dann bekommen alle Pokémon, die man züchtet, dasselbe Wesen. So. Ich würde tatsächlich auch sagen, die Arena machen wir heute nicht mehr. Meine Planung gehört gewesen, dass ich ausnahmsweise mal keine Stunde hier Hogwarts aufnehme, sondern 45 Minuten, weil ihr ja schon die erste Hälfte dieser Folge habt. Digga, das ist Zeitersparnis pur. Dass ihr dafür ungefähr 3 Wochen keine Folge hattet, ignoriere ich jetzt ganz gekonnt. So fliegt man immer noch. Fairbelly. Das heißt, nächste Folge gehen wir in die Arena, wo ich wahrscheinlich so den schlechtesten Typen gegen hab, eventuell. Jedenfalls wüsste ich nicht, in welcher Arena ich von meinen Typen her noch weniger dagegen hab. Ich bräuchte Stahl oder Gift. Und wenn wir uns mal so die Berichte angucken, wir haben an Attacken. Stahl oder Gift haben wir exakt. Gar nicht. YOLO! Nächste Folge geht's in die Arena, meine Freunde. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann und dann, Baum, Alter. Weihnachten ist rum. Abonnieren nicht vergessen. Sonst weiß ich, wo euer Haus wohnt. Also das weiß ich so auch, aber dann nutze ich's aus. Fliegt da oben nicht so hässlich.